Was sind denn so die Aufgaben bei euch im Elferrat? Also bei uns die Aufgaben vom Elferrat. Wir stehen auf jeden Fall hinter unserer Prinzessin. Das heißt, überall, wo unsere Prinzessin hin möchte, dann begleiten wir sie hin. Ja. Wir fahren sie auch selbstverständlich hin. Wir haben nämlich auch eine Etikette. Wir versuchen, die Prinzessin immer vor die Tür zu fahren. Wir holen die Prinzessin auch immer ab. Das heißt, wir sind so ein weiteres, drittes Standbein für die Aufgaben unserer Prinzessin. Wir unterstützen sie und natürlich auch, wenn unsere Prinzessin proklamiert wird im November, dann sind wir auch dabei. Unser Karnevalspräsident, der Jürgen Lessmeister, und der Vizepräsident und natürlich auch die Elferrate stehen dann auch hinter der Prinzessin, wo wir dann die unterstützen. Natürlich, Elferrat hat noch andere Aufgaben, zum Beispiel beim Umzug. Wir sorgen dafür, dass erstens mal die Etikette verkauft werde. Wir sorgen dafür, dass die Waage gebaut werde. Wir dürfen natürlich dann auch drauf. Und natürlich sind wir auch dabei, wenn die ganze Waage gestellt werde. Mir leitet dann die ganze Person dann ein, also die ganze Gruppe und so weiter. Das heißt, in der ganzen Kampagne haben wir immer unsere Aufgabe. Jeder erfüllt unsere Aufgabe hier im Elferrat. Und dann, dass unsere, hauptsächlich unsere Prinzessin, eine schöne, schöne Kampagne erlebt. Dann erzähl mir doch mal, wie viel Zeit nimmt das überhaupt in Anspruch und wie kann man das überhaupt mit Beruf und Privatleben bewerkstelligen? Also die Hauptzeit ist die Kampagne. Die fängt bei der Proklamation der Prinzessin an, das ist meistens so Mitte November und endet natürlich am Aschermittwoch mit dem Heringessen. Und eigentlich war es immer so, dass man fast jeden Samstag, also die Jürgen Lessmeister hauptsächlich, dass der die Prinzessin begleitet hat. Und ich war jetzt auch öfters dabei mit der Prinzessin. Und es nimmt schon Zeit in Anspruch, aber ich denke, wenn man sowas gerne macht, dann ist das wieder was, was man zurückbekommt. Nämlich auch die Veranstaltungen sind super toll. Da war ich auf einer Veranstaltung, da habe ich die Prinzessin dann auch abgeholt, in Philippsburg, wo der Hofner, der Andreas Franz, die große Auszeichnung der Philippsburger Trommler bekommen hat. Und das war natürlich eine ganz besondere Veranstaltung. Vor allen Dingen, auch wenn man mal ins Badische dann geht als Elferrat, wie sieht es dort aus? Was machen die an Prunksitzungen? Zum Beispiel die Prinzenproklamation in Baden-Baden im Kurhaus. Ja, da stehen die ganze Römer und begleitet dann die Leute hoch. Also das ist ganz toll. Und die haben auch eine andere Art von Darstellung, hauptsächlich Showtänze, ja? Okay. Und Guckemusik, ja. Also weniger Büderette, aber auch mehr die Akrobatik steht bei denen im Vordergrund. Ja, und dann kann man auch den Vergleich mal zu uns ziehen. Und das finde ich das Tolle, dass hier eine bunte Mischung ist. Und diese Mischung gefällt mir ganz toll. Und deswegen nimmt das auch für mich die Zeit in Anspruch. Die nehme ich mir dann auch. Was nimmst du denn als schönstes Erlebnis von der jetzigen Jubiläumskampagne denn mit in die neue Saison? Das ist schwierig, weil nämlich eigentlich jedes Wochenende hat ein anderer Schwerpunkt gehabt. Und natürlich der Höhepunkt, das war natürlich der Umzug. Der war natürlich super toll. Aber wenn ich dann sage, unser Andreas Franz hat den Philippsburger Trommler bekommen, da war ich dabei, dann die Nacht der Prinzessin in Pirmasens, dann Ball der Prinzessin, dann, wenn ich beim Dachverband, bei der Badisch-Pfälzischen Vereinigung in Speyer dann bin, wo man die Jahresorden bekommt, also das ist auch immer eine ganz tolle Sache. Ja, eigentlich unsere Prunksitzungen, das heißt, es hat jedes Wochenende hatte super toller Höhepunkt gehabt. Und ich finde, das war wirklich, kann man schlecht jetzt sagen, welches Ereignis da am tollsten war. Aber es war eigentlich, jedes Wochenende war ein Ereignis, das besonders genannt werden kann. Und deswegen würde ich mal sagen, schauen wir uns einfach nochmal die schönsten Augenblicke an. Wiedersehen. Auf dieser schönen Welt mitunter ganz famos. Sofern man hat das nötige Geld, ist überall was los. Und wenn du klagst, mein lieber Freund, wo es am schönsten sei, da singt der ganze Chor vereint im Rhythmus 1, 2, 3. Ob Köln, Berlin, ob Mainz, für uns gibt es nur eins. Rammstein gewettet im Moorbachtal, ich gibt es nur ein einziges Mal, wer einmal hier gewesen ist, das Wiederkommen nie vergisst. Lachen und Küssen und goldener Wein müssen in Rammstein genossen sein. Drum heißt die Parole für Mann und für Frau ein kräftiges Allein.
sind oder grün oder blau. Galau, galau, galau. Was kümmert Spott, nicht uns der Mond, da steigen wir nicht ein. Wir bleiben, wo die Freude wohnt, das kann nur Rammstein sein. Die Alten und die jungen Leute, sie wissen es recht gut. Hier